Ja, liebe Leute, ich habe ja angekündigt, dass es wieder was Neues auf meinem Kanal geben wird und hier ist es. Herzlich willkommen zum Bus Simulator 2021. Den 18er, also den Vorgänger, haben wir ja schon gespielt. Und 16er, den ersten Teil nicht, das ist jetzt Teil 3. Der 21er gab es jetzt vor kurzem für roundabout 35 Euro im Angebot im GameStop. Ich dachte mir, da schlage ich mal zu. Das Spiel ist letztes Jahr im September rausgekommen und ja, da habe ich es mir noch nicht gekauft, weil es mir dann einfach noch zu teuer war für eine Simulation und jetzt für diese 35 Euro habe ich es geholt. Und heute werden wir auf jeden Fall ein bisschen anfangen damit und werden uns das Spiel auf jeden Fall angucken. Und ich freue mich, wenn es dann endlich losgeht. Ich hoffe, man hört mich klar und deutlich. Das wäre super und jo, auf geht's. Neues Spiel, natürlich. Datenschutzerklärung, bla bla bla. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt alles durchjuckeln, weil ja. Deswegen bla bla bla. Man kennt den ganzen Quatsch. Und oh, ich hasse es. Bla bla bla. Hey, wir sind am Ende. Jo! Gut. Nein, brauche ich nicht. Spielt du das jetzt mal loslegen? Ja, wir dürfen uns einer tatsächlich einen Charakter erstellen. Wir werden tatsächlich einen männlichen Charakter erstellen und oh, schwierig gerade. Ich meine, so ist zu teuer, so viele super coole Skins und Charaktere gibt es hier nicht in diesem Spiel. Ach komm, die machen den hier. So. Kopf. Kopf. Ah. Ja. Yeah. Ah, wir können ein bisschen drehen, okay. Sehr gut. Aber oh, den hier. Hautfarbe. Bisschen was. Ja. Ich guck gerade. Der Bini, der passt nicht zu mir. Ja, das hier gerade so ein bisschen. Gesichtsbehaarung. Bart. Könnte sogar eine Maske nehmen. Ja gut, das Teil ist im Jahr 2021 erschienen, war doch Corona so ein bisschen Highlight. Also es ist immer noch da und es wird auch immer da sein, aber jetzt nicht mehr so stark. Und ich find's cool. Ich find's halt anfangs cool, dass sie die Maske mit eingebaut haben. So, nee, dann immer rasiert. Haarfarbe. Ja. Kann ich jetzt irgendwie noch was klamottentechnisch nehmen? Oberteil. Nee, so sieht kein Busfahrer aus. So. So, Hosen. Aber nicht so ein bisschen so ein Anfang. So ein Quatsch hier. Ja gut, wir haben den Charakter genommen, ne? Boah, das sieht scheiße aber aus, muss ich sagen. Nee, das sieht überhaupt nichts. Ich meine, wir können ja eine Frau nehmen, aber ich will andere Klamotten nehmen. Also ich will nicht dieses hässliche Ding hier nehmen, also dieses hässliche Karo-Zeugs. Sonnenbrille ist immer gut. Sonnenbrille. Also ich muss ja zugeben, ich bin ja selber Busfahrer. Ich mache das tatsächlich beruflich. Und ich fahre auch tatsächlich bei hellem Wetter mit Sonnenbrille. So, Material. Okay. Wir können also tatsächlich. Gut, wir können also tatsächlich hier wählen. Gut, ich dachte mir schon, hey, das
das ist auch scheiße. Aber wir haben. Ich habe zum Beispiel auf der Arbeit selber ein graues Hemd an. Also nehmen wir ein Hemd. Zweites Material. Und ja, sowas dürfen wir tatsächlich nicht, aber ich nehme tatsächlich einen Anzug an. Und die dritte Farbe ist wahrscheinlich das. Die Hose. Ich habe meistens eine dunkelblaue Jeans an, wenn ich nicht gerade in der Wäsche ist. Ich glaube die Hose, die nehmen wir nochmal an. Ach, wir haben nur die. Okay. Die haben wir. Alles klar, gut. Okay. Änderung übernehmen. So, ich habe mal selber schon angefangen ein bisschen und habe mich mal ein bisschen reingeguckt, das Tutorial gespielt. Bisher bin ich auch nicht wirklich weiter. Das Tutorial werden wir uns heute auf jeden Fall mit angucken hier. Und in der nächsten Folge geht es dann auch nicht so richtig los. Aber jetzt erstmal so Step by Step. Natürlich neues Spiel. Unternehmen wählen. Wie nehmen wir unser Unternehmen? Achso, wir können noch keins wählen. Okay. Dann machen wir sowas. Also, wir fangen am Anfang erst in Angel Shores an, in den USA. Es gibt ja zwei Maps zusammen, und zwar USA und Europa. Und die Europa-Karte, die kennen wir größtenteils aus dem Vorgänger, also aus dem 2018er mit dem fiktiven, mit der fiktiven Stadt Seaside Valley. Und jetzt, also steht hier oben drüber zufällig, das habe ich also nicht gesehen. Und aber ich freue mich auf Angel Shores und ja, mal gucken, ob wir dann irgendwann sagen, wir investieren ein bisschen an Geld, um halt Busse zu kaufen oder halt, ich weiß nicht ganz, ob es neue Maps gibt, aber das müssen wir uns mal so Step by Step angucken und ich werde mich das schon mal informieren, auch offscreen, und wenn ich das dann mithelfe, was möglich ist und wie teuer das Ganze ist, dann gucke ich mal, ob ich ein bisschen Geld investiere in das Spiel und sage, ich kaufe ein paar bestimmte Busse, die so nicht im Spiel freischalten, weil ich will einfach bestimmte Fahrzeuge fahren, ich glaube, die kann man noch nicht im Spiel freischalten, aber das werden wir dann alles so Step by Step machen. So, gut. Fangen wir an in Angel Shores. Wie fahren wir denn? Deine Erfahrung wählen. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich Busfahrer selber bin. Und, ja. Realistische Funktion, Erstellung zum Manuell. Deswegen werden wir auf Beauftragt fahren. Hardcore nicht, weil ich zum Beispiel. Privat, also selber fahre ich zum Beispiel einen Automatikbus. Ich bin zwar auch schon Schalter gefahren, fahre aber lieber die Automatikvariante. Und genau das werden wir auch so im Spiel machen. Da muss ich mich nicht nur um Schalten kümmern. Alles andere werden wir wahrscheinlich dann natürlich manuell machen. Funktion, Tagesreisen. Okay. Dann fahren wir auf Beauftragt. Komm. Name des Unternehmens. Wie nennen wir uns denn? Ich habe mir schon so ein bisschen meine Gedanken gemacht. Ich hätte könnte jetzt natürlich sagen, hey, ich nehme jetzt den tatsächlichen realen Namen meines Arbeitgebers, um ein bisschen Werbung zu machen. Das mache ich jetzt nicht im Spiel. Wir werden uns tatsächlich. Ja, es klingt ähnlich, aber es ist. Es ist wirklich nur rein fiktiv gewählt. Also wir nennen uns Fixbus. Nicht das bekannte Fernreiseunternehmen. Deaktivieren brauchen wir, wenn wir aktivieren auf jeden Fall Sandbox-Modus, das weiß ich gar nicht, was das ist. Deswegen nehmen wir uns, wie gesagt, Fixbus. Also wie gesagt, es ist wirklich nur jetzt rein einfach in den Koffer reingekommen, in den Koffer gekommen, und es soll keine, wie gesagt, keine Schleichwerbung sein. Wie gesagt, für das Fernreiseunternehmen, damit haben wir nichts zu tun, da fehlt auch eh noch ein Buchstabe, aber ich habe jetzt gesagt, das nehmen wir jetzt auf jeden Fall. Los geht's! Aufzeichner mit Tutorial starten, du kannst ja nicht deutsche und deren Spielzeuge konfigurieren. Das machen wir auch. Fangen wir an. Ach, endlich geht's los hier. Ich glaube, das sowieso noch mal was ändern muss in den Einstellungen. Ich glaube, ich muss nämlich das Gesamtaudio noch mal umstellen, weil jetzt habe ich das Spielaudio auf dem Fernseher und ich habe das Partychip-Audio bei euch hier drauf. Das werden wir dann in der nächsten Folge umstellen.
Beziehungsweise ich werde es jetzt umstellen und dann in der nächsten Folge, dass wir dann, dass ich das so aneinander schneide. Lax Day in Silver Park. It's the perfect spot to grab a good book and enjoy the silence. For a family day, head over to Arnold Park. There are rumors about sea lions living in the waterfront. I've got to see that for myself. Also, if you're into seafood, you won't be disappointed. Talking about the sea, not a single cloud to be had in the coming week. So don't forget to check out the amazing beach of Sea View. Or if you'd rather spend the day shopping, head over to Pecunia and experience the impressive skyscrapers of the downtown area. These and many more wonderful places wait to be discovered. And thanks to the new transportation company, it'll be easier than ever to visit them. I'm definitely. Hey, hier drüben! Jo, tatsächlich hat da irgendwie das Intro sich ein bisschen abgearbeitet. Ich weiß nicht warum, aber naja. Da kann ich jetzt irgendwo. So, ich muss ein bisschen was umstellen. Noch nebenbei. So, also allgemeine Steuerung. So, ich habe gerade mit mir kurz das Video reingezogen, jetzt den ersten Teil und das war ein bisschen zu nah. Ich glaube, jetzt sollte es eigentlich deutlich besser werden. So, fahrende Lenkung. Okay, R3. Busfunktion. Okay, Beleuchtung. Okay, soweit ist es klar. Gameplay, das wollte ich eigentlich rein, da wollte ich reingehen. So, Automatisch-Checking, nein, machen wir so, Einstellung, Rampe. Das machen wir vereinfacht. Busse schnell starten. Ich muss immer alles selber starten, das ist richtig, Übernahme bei Inaktivität. Aus. Verkauf, ja, Server brauche ich jetzt gerade nicht. Okay. Ich fahre, wir halten immer km/h, obwohl wir in den USA bei Weitbeauer wären, aber nein. So, Fahren und Lenkung. Ich fahre realistisch. Das ist gut so. Genauso schwerfällig, ja. Alles, das ist richtig. Wie gesagt, ich bin Busfahrer. Ich glaube, ich weiß, wovon ich rede. Schaltung ohne Automatik, klar. Muss ich gleich gucken. Beides. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen. Jetzt lassen wir alles so mal sein. Das war jetzt mal auf Mittel. Schlaglochstrafe, das machen wir mal aus, weil das nervt dauernd. Wirklich dauernd. Also wie. Das ist richtig. Das ist voll. Die Busse, die gerade dicht fahren, können eingesetzt. Ja, das ist richtig. Also mit Busse.
verboten. Alles klar, gut. Muss halt die Stellungnahme vorlesen. Ja. Brauche ich nicht. Gut. Alles klar, auf geht's. Ah, perfekt, da ist unser Charakter. Ja, unser neuer Kollege hier. Ich darf jetzt ein bisschen rumlaufen. Da, da, da. Ist natürlich super gemacht. Ja, was haben wir denn als erstes? Geh zu Mira und sprich sie an. Beziehungsweise sieh sie an. Das ist das Erste, was wir heute machen. Hallo, ich bin Mira. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin hier, um dir beim Aufbau deines Busunternehmens zu helfen. Ich freue mich sehr darauf, das Projekt in Angriff zu nehmen. Also gut, eins nach dem anderen. Als Busunternehmer brauchen wir einen Bus. Und das Tolle daran ist, du darfst ihn aussuchen. Sieh dir die drei Busse an. Was? Ja, wir haben drei Busse zur Auswahl auf jeden Fall. Erstmal den Mercedes-Benz Citaro. Keine leichte Entscheidung, was? Lass dir Zeit. 26 Sitzplätze nur und 60 Stehplätze? Okay, das ist aber ein kleiner Bus. 86 Plätze. Gut, das werden wir Sitzplätze als. Das sind noch mehr 26 Plätze. Okay, ich wundere mich halt, dass er so viel Spiel. Das wird normalerweise haben, wie so viele Stehplätze. 19 Tonnen, Nennekreis 17 Meter, Kraftstoff. Dann haben wir hier den Line City M. 29 Sitzplätze, 50 Stehplätze. Das ist ein relativ kleiner Bus. Geht ja mal gar nicht, das ist ja 44 Plätze nur, das ist erstaunlich wenig. Ja, ja, keine Sorge, ich überlege noch. Und dann haben wir einen Setra 416 LE. Ich selber fahre ebenfalls einen Setra, aber fragt man jetzt nicht, welches Modell, das Modell, das ich heute hatte, oder beziehungsweise gestern, wenn die, oder vorgestern, wenn die Folge rauskommt, ich weiß nicht, ob die Sonntag oder Montag rauskommt, war ein 415er, also quasi der Vorgänger. Überlegt gerade. Der hat über 100 Plätze. Der ist groß, der Bus. Der ist 13 Meter lang, so wie meiner auch. Ich war selber 13 Meter Sektra. Allerdings ist der kleiner. Nicht so hoch wie der hier. Schwierig. Mercedes oder MAN? Setra, wie gesagt, fahre ich auf der Arbeit. Den muss ich jetzt nicht nochmal nehmen. MAN oder Mercedes? Ich glaube, beim Vorgänger sind wir mit dem Mercedes gut gefahren. Dann nehme ich jetzt immer hin. Komm, scheiß drauf. Oh, tolle Wahl. Und jetzt kommt der beste Part. Ja. Setz dich ans Steuer. Okay, Action Cam. Jetzt verstehst du. Okay, gut, okay, das nehmen wir alles mal so. Ah, das Gefühl eines fabrikneuen Busses. Sitzt du bequem? Mhm. Dann starte den Motor. Wir können ja noch den Sitz ein bisschen einstellen, aber es geht gerade nicht, ne? Okay. Dann schauen wir mal den Motor. Starten wir den Motor hier. So, warte mal, da müssen wir jetzt gerade da. Ich muss jetzt gerade nur gucken. Klingt das nicht wunderbar? Ich liebe dieses Geräusch. Vergiss nicht, die Lichter anzumachen. Es ist taghell. Mach mal die Lichter dran, komm. Testen wir mal einfach alles durch. Komm. Oh, und du musst natürlich die Feststellbremse lösen. Na gut, sonst fährst du nicht, ne? Ein bisschen ändern. Lege einfach den Fahrengang ein und schon geht's los. Mach dich erst ein wenig mit dem Bus vertraut. Fahre so lange um das Gebäude, bis du dich sicher fühlst. Warte mal, ich muss mich doch ein bisschen orientieren gerade. Ah, hier.
Das ist jetzt gerade noch ein bisschen. Ich hole mal die. Ich muss ja warm weg, muss ich ja aus. Kann ich ausmachen. Die brauchen wir ja jetzt nicht. Heimischer Geschwindigkeitskontrolle. Aber am Morgen. Gang. Ah, hier. Warum geht er jetzt gerade nicht raus? Jetzt vielleicht. Wundert mich jetzt gerade was. Wo ist jetzt der Fehler, lieber? Liebes Spiel. Warte mal, wo habe ich jetzt einen Fehler drin? Ich weiß nicht, wie gerade gehen. Wo muss ein Fehler jetzt drin sein? Sollte doch die Türen zu machen. Ah! Ah, ja, ich weiß. Tut mir leid. Wenn die Türen nicht auf ist, ist natürlich die Haltestellenbremse drin. Und dann kann der Bus natürlich nicht fahren. Das war der Fail. Alles klar. Gut. Boah, ist aber langsam, ne, der Mann. Ich bin bisher auch noch nie gefahren, deswegen werden wir auch tatsächlich das erste Mal jetzt ein bisschen fahren. Oder ist ein. Ist kein. Ist drin, ne? So, jetzt gerade ist er. Ich guck mal gerade, ob da ein Dings drin ist. Warte mal. Ob da ein Regler drin ist gerade. Ah, okay, das ist klar. So, Mutterstelle und Mutterbremse mal rausnehmen. Ist da gerade ein kleiner Regler drin, den ich nicht weiß? Rampe, Motor, Beleuchtung. Ich guck gerade was durch. Nee, nicht, dass ich wüsste jetzt gerade. Oder den finde ich sie gerade nicht. Weil ich suche gerade tatsächlich den Limiter. Aber das glaube ich nicht drin. Ich glaube, das könnte hier sein. Also den Geschwindigkeit, den Limiter für die Geschwindigkeit erklärt mir, dass der mich quasi auf eine gewisse Geschwindigkeit runterbremst. Jetzt sieht das schon wieder alles ein bisschen angenehmer aus. Jetzt sehe ich zumindest ein bisschen mehr. Aber wir nehmen ihn. Du willst also dieses Modell, ja, richtig? Großartig. Dann, dieser Bus ist der Ausgangspunkt fürs neue öffentliche Verkehrsnetz von Angel Shores. Auf zur Jungfernfahrt. Das Navigationsgerät zeigt dir den Weg zur ersten Haltestelle. Alles klar. Erste Haltestelle ist auf jeden Fall auf der linken Seite. Das heißt, wir blinken auch links. Mit L1 können wir das machen. So, ich gucke jetzt gerade, ob da nicht was kommt. Da ist ein blöder Fußgänger. Und da ist ein Auto, was uns jetzt auch rauslassen würde. Aber der Fußgänger, der schleicht hier gerade so ein bisschen durch die Gegend. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die paar Fußgänger passen, weil die wollen... Oh, komm schon! Warte mal, ne. Der lässt es reißen.
Nee, das ist nicht raus. Stimme ich aber mal gerade vor. Oh! Upsala! Upsi! Entschuldigung! Direkt mal einen Fußgänger angefahren. Das war natürlich super. Das kommt immer gut, wenn man direkt als Leistungsunternehmen in der Stadt startet und erstmal einen Fußgänger mitnimmt. Da freuen sich die Fahrgäste auf jeden Fall mitzufahren. Das ist übrigens eben nicht die erste Haltestelle, die ist ein Stück hinter. Ich muss jetzt gerade. Ach du Arsch, Alter, scheiß Ampel. Guck mal, ich hab einen Sonnenschutz. Ja, wie geil! Das ist nice! Ja, dann fahren wir auf die Seite, komm. Da ist ein Blitzer, da müssen wir ein bisschen was runtergehen vom Gas, damit wir nicht direkt. Sollen wir das Foto kassieren? So, und Omi möchte jetzt rüber. Der knallt natürlich über den Zebrastreifen und wir fahren hier ohne. Fahren hier drüber. Okay. Ich höre, ich nehme noch ein Auto, wollte ich gerade sagen. Oh, da ist die erste Haltestelle schon. Siehst du die Markierungen? Sie zeigen dir die perfekte Halteposition an. Oh, und denke an den Blinker. Ja, habe ich schon gemacht. Unsere ersten Fahrgäste. Jetzt kannst du die Türen öffnen. Willkommen auf unserer Jungfernfahrt. Jo, hallo. Toll. Ich war noch nie bei einer Jungfernfahrt. Siehst du? Die Fahrgäste sind fast so begeistert wie ich. Stelle sicher, dass alle Fahrgäste eingestiegen sind. Schließe dann die Türen und los geht's. Sag den Fahrgästen, dass du die Haltestelle jetzt verlässt. Ich verlasse mal die Haltestelle, ne? Gut. Haltestellen kannst du jetzt. Nun kommt unser Fahrplan ins Spiel. Die Uhr zeigt dir, wann du die nächste Haltestelle erreicht haben musst. Ein zuverlässiges Busunternehmen ist immer du pünktlich. Penner, du hast mir gerade die Vorfahrt genommen. Ich fahre geradeaus weiter und du biegst ab, also ergo hast du keine Vorfahrt. Jetzt ja, der hat Vorfahrt, weil wir haben ja ein Schild stehen, nämlich ein Vorfahrt beachten Schild. Das tue ich gerade, der war blaue Blätter stehen. Vor links kommt nichts, wenn der blaue jetzt sich wieder anfährt, dann fahren wir da durch. Jetzt gucke ich, ob da nicht irgendwie noch ein Fußgänger. Ja, so meine ich das gerade. Ne? Da ist jetzt ein Fußgänger und ist doch fast in den Bus gesprungen. Das ist nämlich immer scheiße teuer. Das ist immer das Teuerste, wenn man, was man dann Schaden machen kann, ist. Ja, ist gut. Komm, Kollege. Komm mal, Peter. So, jetzt hier auch wieder. Fahren wir zur zweiten Haltestelle. Das machen wir doch mal glatt. Da ist jetzt nichts, da kommt auch nichts. Also, ergo. Da kommt noch was. Wir sehen nur jetzt ein bisschen total. Ich glaube nicht so wirklich, dass wir. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht jetzt quasi mehr oder weniger die ganze Zeit irgendwelche Unfälle bauen, weil das kostet. Wow! Auf unserer ersten Fahrt sind viele Fahrgäste dabei. Es sind mehr Leute, die als ich eingeladen habe. Es scheint sich herumgesprochen zu haben. Ist das nicht großartig? Moin. Ja, Fahrgast blockiert die Tür. Oh, ein Fahrgast blockiert die Tür. Bitte ihn einzusteigen. Ah, jetzt. Mein Gott.
Gut, gehen wir lieber. So, diesmal hat es besser funktioniert als beim ersten Mal durchspielen. Anfangs kannte ich die Rechts bei Rot-Regel gar nicht. Also nur zur Sicherheit. An einer Kreuzung kannst du immer nach rechts abbiegen, auch wenn die Ampel rot ist. In manchen Bundesstaaten ist das schon seit 50 Jahren so. Erstaunlich, was? Nächster Halt. Was ist der Haft? Der Haft ist gerade einfach als kein vor die Bus gehört. Ich meine, ich habe ja geguckt gehabt, ob da nicht irgendwo was kommt. Aber der ist ja instant rübergehuscht. Jetzt sie kurz, muss ich noch entschieden sagen, ich gehe da nochmal bei den Zebrastreifen. Naja, alles cool. Für die nächste Haltestelle habe ich einen Freund im Rollstuhl gebeten, uns zu begleiten. So können wir die Rampe ausprobieren. Stop at the bus stop. Also ich wundere mich, dass das... Ja gut, wir sind in Amerika, da ist es kurz, das alles auf Englisch. So, aber fahren wir jetzt mal. So. Fahre die Rampe aus, damit Ash einsteigen kann. Okay. Machen wir Rampe raus. Damit alle aussteigen können oder der einsteigen kann. Ein bisschen ruckelt das Ding noch. Ich bin die PS4 Pro-Version, also die PS4-Version von dem Spiel. Ich sehe nämlich jetzt auch an meinem rechten Spiegel, da ist irgendwo was. Hallo Mira, toller Bus. Hallo Ash, schön dich zu sehen. Danke, dass du heute dabei bist. Ein öffentliches Verkehrsnetz in unserer Stadt kann das Leben einfacher machen. Das freut mich zu hören. Genieße die Fahrt. So, Rampe wieder einfahren. Ich bin für dieses Projekt extra hierher gezogen. Audrey und mir gefällt es hier wirklich gut, besonders die Strandpromenade. Ich gerade noch eine Omi? Oder ist das falsch? Doch, wo kann sein? Da war doch noch irgendwer. Und der knallt einfach knallt da drüber. Der ballert einfach rüber und sie überstreift, wenn die Leute kommen. Alter. Wir sind jetzt in Chinatown. Jetzt bin ich nämlich froh, dass ich dieses Ding ausgestellt habe, die Stadtliche. Wir müssen nur noch eine Sache prüfen. Als Busfahrer verkaufst du auch Fahrkarten. Ja, natürlich. Lass uns das an der nächsten Haltestelle ausprobieren. Hinten aussteigen. Nein, eine Fresse. Vorne einsteigen, hinten aussteigen. Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. Du möchtest hey, eine Fahrkarte kaufen. Wie geht es dir? Hallo Mira, gut. Normale danke, Fahrkarte, dass du mich Tageskarte Anzahl 1. Also, da kriegst du von mir 3,80. Soweit klar. An einer Jungfernfahrt teilzunehmen ist echt spannend. So, Geld hast du zurück. Ich warte also was anderes noch. Also da wieso da noch nicht im weil ich kann zum Beispiel, wenn ich Spaß drauf habe, ich kann hier nämlich die Bus-LED erinnern, was hier oben auf dem Bus steht. Ich kann mir, ich habe da Zeit genug gerade. Ich habe da gleich eine Zeit, ich habe jetzt definiert. Was schreiben wir denn da drauf? Sonderfahrt machen wir mal. Als so, wir können jetzt mal schnell was. Ich habe gerade Zeit, ne? Ich kann ja gucken. Oder wir müssen jetzt eigentlich da rum auf dem Bus jetzt Sonderfall stehen. Tada, steht da. Weil es ist ja theoretisch eine außerfahrende Fahrt, also ergo ist es eine Sonderfahrt.
Prima, alles läuft nach Plan. Die nächste Haltestelle ist auch schon die letzte. Ach, du bist hier. Okay, die nächste Haltestelle ist schon die letzte. Würde ich jetzt nicht gedacht. Ich hatte mir schon, dass wir noch ein bisschen was haben, aber okay. Ist unsere letzte Haltestelle für heute. Vielen Dank, dass Sie mitgefahren sind. Bis hoffentlich bald. Ash benötigt die Rampe zum Aussteigen. Ich komme nur mal wieder auf diese Post, ja? Nein, nee, warte mal. Die Rampe müssen wir natürlich rausfahren, die brauchen wir jetzt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht an den Schild stehe. Ist der Hund, wo ich mal rausfahren kann. Danke, auf Wiedersehen. Ja. Tschüss, Ash. War schön, dich zu sehen. So, jetzt noch ein paar Fackeln mit drin. Aber ich kann ja die Fahrrampe wieder. Ich kann ja die Rampe eigentlich wieder einziehen. Das war eine tolle Jungfernfahrt. Hast du die Grenze? Alle Fahrgäste sind ausgestiegen und der offizielle Teil der Jungfernfahrt ist damit beendet. Du hast dich gut geschlagen. Fahre den Bus zum Depot zurück. Dort bleibt er stehen. Und du kannst dir einen Kaffee holen. Cool, danke. Machen wir doch. Ja, dann haben wir unsere erste kleine Jungfahrt durch, unser Tutorial durch. Cool gemacht auf jeden Fall. Ich freue mich drauf auf dieses Projekt. Ich weiß auch nicht, wie lange wir es machen werden, aber es wird schon cool. So, bei roter Ampel sollte man natürlich nicht knallen. Weil natürlich. Das kostet nämlich ohne kostet Strafe natürlich, klar. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch diese Strafen sind beim roten Ampel überfahren, aber wir sollten es nicht ausprobieren. Ja, versuchen schon, um ja die Regeln zu halten, weil wir sind ja nicht hier bei GTA, ne? So. Wie gesagt, ich bin auch ziemlich froh, dass ich gerade die fahre langsam zu einer der Türen. Mal weg da. Dankeschön. So. Machen wir das Tor auf ist. Und dann fahren wir rein. Parke jetzt den Bus. Und fertig. Super. Alles ausmachen. Kasse aus. Ich setze Beleuchtung weg. Motor aus. Ne? So, neutral stellen. So, dann dürften wir jetzt fertig sein. So, Tür noch aufmachen. Mein Team und ich werden dir helfen, ein fantastisches Streckennetz auf. Was für ein schöner Bus! Oh. Tut mir leid, wo sind meine Manieren? Ich bin Steve, Leiter des Busdepots. Sobald sie geparkt sind, kümmern ich und mein Team uns um deine Busse. Du kannst Steve das Einparken überlassen. Das war ein guter erster Tag. Bis morgen. Jo. Und wir sind fertig. Eine neue Mission, bitte einsteigen. Bereit für unser nächstes Abenteuer? Ich habe schon unsere erste Route eingerichtet. Die Einwohner von Angel Shores sind gespannt auf unseren neuen Bus. Ja, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder beim Bus Simulator 21. Du kannst jederzeit übernehmen. Ja, ja, bleib mal hier stehen. Stopp, 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 Digga. Das ist immer noch meine Karriere. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Bus Simulator 21. Und dann geht's auf die erste Mission, die heißt. Bitte einsteigen.